Häufig steht man gerade bei der Entwicklung von innovativen Systemen vor der Aufgabe, das System oder die Sinnhaftigkeit des Systems zu testen, ohne dass man das System eigentlich hat. Und das ist häufig ganz schwierig, weil eigentlich braucht man das System, um zu sagen, das System, das macht Sinn. Das wollen Benutzer. Weil ein Nutzer sich das nicht vorstellen kann, wie funktioniert das denn, wenn man ihnen einfach nur eine Geschichte erzählt oder ihnen einen Prototypen gibt, der keine wirkliche Funktionalität aufweist. Ein Ausweg aus diesem Dilemma sind Wizard of Oz-Prototypen, die wir uns jetzt anschauen. Das schauen wir uns erstmal ein Beispiel an. Das hier ist ein Amazon Echo und wir stellen uns mal vor, wir finden uns im Jahr 2011. Apple hat gerade Siri für das iPhone rausgebracht und jetzt steht Jeff Bezos vor eurer Tür, eurer Bürotür und sagt, das irgendwie ist voll das spannende Konzept. Sollten wir nicht so einen Lautsprecher entwickeln, der sowas wie Siri hat? Ja, sodass Leute einfach mit ihrem Gerät reden können und dann können die ganz viele unserer Produkte kaufen. Ich komme an einer Stunde wieder, baue einen Prototypen. Was würden wir machen? Wollen irgendwie einen Prototypen haben und wir haben eine Stunde. Was könnte man machen, um jetzt irgendwie damit erste Versuche durchzuführen? Na, und das Einfachste wäre vielleicht, ich nehme mir einfach eine Pappkiste, ich stecke da ein Telefon rein und dann stelle ich das so den Lautsprecher von dem Telefon an und dann mache ich einen Telefonanruf zu einem anderen Telefon und dann rede ich im Prinzip mit durch das Telefon mit anderen Personen und dann sage ich hier, diese Pappkiste, das ist mein Smart Speaker und jetzt kannst du damit interagieren. Und auf der anderen Seite habe ich dann einen Operator, eine Person aus dem Designteam und der simuliert jetzt diesen Smart Speaker. Das reicht, um vielleicht erstmal sich klar zu werden, macht das Sinn irgendwie, kann das Konzept überhaupt funktionieren? Aber wahrscheinlich will man dann weitermachen und dann kann man sich überlegen, naja, was wäre denn, wenn ich einen ganzen Tag hätte? Und wenn ich einen ganzen Tag hätte, dann könnte ich mir überlegen, naja, vielleicht ist das so mit irgendwie einfach spontan darauf zu reagieren nicht das Beste, sondern ich überlege mir jetzt ein Interaktionskonzept. Und dann mache ich Kommandos, die ein Mensch sagen kann, in Variationen und gebe dem Operator, der am anderen Ende des Telefons ist, dem gebe ich dann vielleicht so eine Liste, wenn das Kommando kommt, dann sagst du das und das. Und damit kann ich dann schon deutlich mehr machen und auch deutlich realistischere Tests haben, weil dann vielleicht nicht mehr alles funktionieren kann. Und der Operator vielleicht dann auch reproduzierbare Antworten geben kann. Das ist natürlich immer noch nicht realistisch, aber damit kann man schon tatsächlich relativ gute Tests machen. Und man könnte sich in den Tag auch überlegen, vielleicht nehme ich jetzt was Besseres als eine Pappkiste, irgendwas, was vielleicht so ähnlich aussehen könnte wie tatsächlich irgendwas, was so ein Smart Speaker vielleicht später ausmachen könnte. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, wenn ich jetzt tatsächlich eine Woche hätte, dann könnte man sich überlegen, naja, dann fange ich vielleicht an, tatsächlich so ein erstes Hardware-Design zu machen. Das heißt, ich mache vielleicht irgendwas mit einem 3D-Drucker. Dann könnte ich mir überlegen, vielleicht, naja, das mit dem Telefon, das funktioniert vielleicht, ist die Qualität nicht immer so, wie ich die haben möchte. Ich baue vielleicht tatsächlich einen echten Lautsprecher ein und ein echtes Mikrofon und dann führe ich die Kabel raus und am anderen Ende ist dann ein Computer und dann kann ich jemanden an diesen Computer setzen und der kann sich das anhören. Und was ich dann noch machen könnte, ich könnte vielleicht Sounddateien vorbereiten, sodass dann, wenn ein Mensch oder vielleicht ein Proband, weil ich das ja tatsächlich schon für erste Studien benutzen könnte, wenn dann ein Proband was sagt, dann muss der Operator nur noch das richtige Soundfile auswählen, was dann tatsächlich auch vielleicht vom Computer generiert worden ist. Sodass ich dann tatsächlich das so testen kann und es hört sich dann am Ende auch vielleicht so an wie eine computergenerierte Stimme. Das heißt, damit kriege ich dann schon ein hochrealistisches System, das ausreicht, um das grundlegende Konzept zu testen, das auch vielleicht sogar schon ausreicht, um herauszufinden, was würden Menschen damit machen und was würden Menschen vielleicht nicht damit machen. Tatsächlich haben wir vor einer Weile was ganz Ähnliches gemacht. Was man hier sieht, ist auf der einen Seite eine Person, die an dem Versuch teilgenommen hat, die sitzt vor diesem roten Lautsprecher und daneben sieht man den Versuchsleiter. Und was jetzt passierte, ist, dass der Versuchsleiter, der hatte ein relativ klares Protokoll. Das heißt, der hat dem Probanden gesagt, das sind deine Aufgaben und arbeite diese Aufgaben ab.
Die Aufgaben waren dann nicht so stark ausformuliert, das sagt genau diesen Satz, sondern erfülle diese Aufgabe. Und das haben wir vorher ausprobiert und dann haben wir uns angeschaut, was sagen Leute dann, also um diese Aufgabe zu erfüllen. Und dann haben wir Antworten vorbereitet mit einer Text-to-Speech-Engine. Und auf diesem Computer, vor dem der Versuchsleiter jetzt sitzt, da gibt es dann diese Soundfiles zur Auswahl. Und wenn der Proband jetzt was zu dem Speaker sagt, dann wählt der Versuchsleiter das passende Soundfile aus. Und tatsächlich, als wir diese Studie gemacht haben, haben wir festgestellt, dass keiner der Probanden hat es gemerkt, dass das jetzt keine echte Intelligenz dahinter steckt oder auch keine computergenerierte, sondern in Wirklichkeit der Operator das gesteuert hat. Das heißt, damit kann man so realistische Tests machen, dass Probanden das gar nicht mehr merken, dass es jetzt vielleicht nichts implementiert wurde und eigentlich das alles nur vorgetäuscht ist. Die Idee dahinter ist, dass Entwickeln halt häufig schwierig ist, aber das Nicht-Testen ist noch schwieriger. Wenn ich jetzt mir überlege, ich bin Amazon, ich bringe jetzt dieses Gerät auf den Markt und am Ende will es keiner haben, dann ist das vielleicht schwierig. Dann mache ich vielleicht Tests, wenn ich irgendeine erste Version des Geräts habe. Aber allein diese Entwicklung, dieser Sprachverarbeitung, dessen, was dahinter steckt, an Reasoning und dann auch die Sprachausgabe, das erfordert halt sehr, sehr viele Ressourcen. Und eigentlich will ich diese Ressourcen nicht aufwenden, wenn ich nicht weiß, dass das Produkt zumindest Potenzial hat. Das heißt, in Fällen, wo unklar ist, ob das System eigentlich den Entwicklungsaufwand wert ist, macht es Sinn, trotzdem Tests zu machen. Und solche Situationen treten gerade dann auf, wenn ich neue Arten von Interaktionen oder neue Hardware, neue Algorithmen entwickle. Weil ich dann diesen Entwicklungsaufwand, das gibt es ja noch nicht und deswegen weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Und was ich will ist, ich will lernen, welche Funktionen benutzt werden von Benutzern, wenn es so ein System geben würde und ob das System insgesamt eine sinnvolle Idee ist. Der Ansatz, den man in der Mensch-Computer-Interaktion dafür benutzt, wird Wizard of Oz genannt. Und das Ganze ist dann so, dass es einen unsichtbaren Zauberer gibt, der kontrolliert Teile der Funktionalität meines Systems. Und was wir dann tun, ist, wir implementieren dann nur noch die Teile, die einfach sind. Also bei diesem Amazon Echo machen wir vielleicht ein hübsches Hardware-Design, das von außen realistisch aussieht. Das ist relativ einfach. Wir machen vielleicht ein Design, was für Antworten geben wir auf welche Kommandos. Aber diese tatsächliche Verarbeitung, die lassen wir weg und die lassen wir von einem Versuchsleiter oder einem Operator übernehmen. Typische Bereiche, in denen das verwendet wird, sind sowas wie Sprachverarbeitung, Spracheingabe, Sprachausgabe, aber auch den Reasoning-Schritt dazwischen, Dinge zu annotieren und im Bereich Computer Vision. Aber das sind natürlich Bereiche, irgendwie, die gibt es schon und da kann ich mir vielleicht sogar schon Algorithmen nehmen. Und es ist gerade dann interessant, wenn ich in Bereiche reingehe, wo es vielleicht noch keine Algorithmen gibt, weil ich die erst entwickeln müsste oder wo es noch keine Hardware gibt, weil ich die vielleicht erst entwickeln müsste. Wir schauen uns mal gleich noch weitere Beispiele an, aber zuerst nochmal eine Definition dafür, was ist eigentlich Wizard of Oz Prototyping. Und dazu sagt Maltzby, Wizard of Oz is a rapid prototyping method for systems costly to build or requiring new technology. A human wizard simulates the system's intelligence and interacts with the user through a real or mock computer interface. Und das Ganze ist inspiriert aus dem Buch oder dem späteren Film The Wonderful Wizard of Oz. Und was es da gibt, ist, da gibt es den... Der Wizard ist da der Mann hinter dem Vorhang. Und dazu sagt Maltzby dann, pay no attention to that man behind the curtain, also ein Zitat aus dem Buch, takes on a new meaning when the curtain is replaced by a computer terminal. Das heißt, der Wizard ist jetzt natürlich nicht mehr hinter dem Vorhang, sondern typischerweise hinter einem Computer-Interface. Und dadurch sehe ich den dann noch weniger, als wenn ich einen Vorhang hätte. Und wie wir an der Amazon Echo gesehen haben, könnte der Wizard sogar im gleichen Raum sitzen. Das Ganze kann man vielleicht zurückführen auf eine ganz noch ältere Entwicklung als den Wizard of Oz. Das hier ist ein Bild von dem sogenannten Schachtürken. Das
war eine Maschine, die im 18. Jahrhundert entwickelt wurde. Und die Idee war, oder was das Ganze getan hat, es hat so getan, als ob es ein Schachcomputer wäre. Heute würden wir es einen Schachcomputer nennen. Und der Apparat war so aufgebaut, dass eine Person in diesem Apparat Platz nehmen konnte. Die hat man dann von außen nicht gesehen und wurde dann auch relativ viel Aufwand getrieben. Man konnte dann irgendwelche Schubladen aufmachen, Türen aufmachen und die Person in dieser Kiste konnte sich dann so in der Kiste bewegen, dass man sie nie gesehen hat, wenn man eine dieser Türen aufgemacht hat. Und was man jetzt machen konnte mit der Kiste war, man konnte mit der Kiste Schach spielen, also man konnte gegen sie Schach spielen. Und eine ganze Reihe von wohl sehr guten Schachspielern haben eine Weile in dieser Kiste verbracht und dann haben sie gegen Monarchen und ähnliches Schach gespielt und Schach gewonnen. Das Ganze war inspiriert tatsächlich von einem Zaubertrick, den der Entwickler gesehen hatte und hat sich dann überlegt, ich kann noch mehr machen. Und diese Kiste mit verschiedenen Leuten, die dann da drin waren, wurde in verschiedenen Ländern und Kontinenten gezeigt. Und es ist den Leuten nicht aufgefallen, dass das tatsächlich keine Magie war oder keine Mechanik, die das Ganze gespielt hat, sondern in Wirklichkeit war das eine Person. Und hier wurde auch die Illusion geschaffen, das Ganze ist automatisiert, da ist irgendwie Funktionalität dahinter, aber in Wirklichkeit hat es nur der Wizard simuliert. So ein Beispiel, wo wir das schon benutzt haben, ist das hier. Das ist schon so ein bisschen länger her, also so 2009 oder noch früher. Und da war die Idee, ich möchte gerne mit meinem Telefon Dinge fotografieren können oder vielleicht vor Dinge halten. Die Kamera erkennt die dann und dann kriege ich mehr Informationen über das, was vor der Kamera ist. Das kann man heute einfach sich runterladen oder ist bei vielen Telefonen auch schon vorinstalliert. Das heißt, wenn ich so ein Android-Smartphone habe, dann kann ich ein Foto machen, dann aktiviere ich die Funktion und dann sagt mir mein Telefon vielleicht mehr Informationen über das, was ich da gerade fotografiert habe. Also bei dieser Birne, die ich da fotografiert habe, wäre es beispielsweise, ich kriege dann vielleicht einen Link, wo ich die kaufen kann. Oder es gibt mir weitere Rezepte zu dem Gericht, was ich fotografiert habe. Und sowas wollten wir auch ausprobieren. Und naja, das gab schon erste Ansätze von so Algorithmen, wie man das machen könnte. Das heißt, war eigentlich relativ klar, man kann das implementieren, wenn man den Aufwand betreiben möchte, aber es ist relativ aufwendig. Und unser Ziel war, im Gegensatz zu dem, was Google heute macht, ist das tatsächlich auch auf dem Telefon zu machen. Und um das jetzt aber auszuprobieren, ob das sinnvoll ist, haben wir erste Tests tatsächlich mit sowas durchgeführt, wo wir den Probanden gesagt haben, hier, du kannst Fotos von den Dingen machen. Aber weil wir halt dabei waren, wussten wir natürlich, was da gerade fotografiert wird und konnten dann die entsprechende Rückmeldung geben. Und auch hier haben Probanden das nicht gemerkt, dass da tatsächlich keine Funktionalität hintersteckt. Generell ist das aber auch häufig gar nicht so schlimm, wenn Probanden das merken, weil die sich da schon darauf einlassen können, wie sich das System verhalten würde, selbst wenn sie wissen, naja, das ist eigentlich nur gespielt. Aber es kann ein viel besseres Gefühl dafür geben, wie so ein Interface eigentlich funktioniert. Ein anderes Beispiel, wo wir tatsächlich auch, und davon gibt es leider keine Bilder, mal Tests gemacht haben, ist das hier. Das ist auch eine frühe Arbeit von uns. Da haben wir uns angeschaut, wie kann man Menschen leiten, wenn man einen, was wir als Vibrationsgürtel bezeichnet haben, verwendet. Das heißt, es gab dieses, was so ein bisschen wie Nierengurt aussieht, das war um die Hüfte und da hatten wir dann Vibratoren eingenäht. Dann gab es diese Box, die relativ groß aussah, da war dann ein Mikrocontroller drin und ein Kompass und ähnliche Hardware. Und damit konnte man jetzt diese Vibratoren aktivieren und dann konnte man sagen, ah, wenn der vordere Vibrator und der zur Seite aktiviert ist, dann heißt das irgendwie 33 Grad. Und dann konnten wir die 360 Grad um Menschen herum anzeigen. Unser Ziel war, das Ganze für Menschen mit Sehbehinderungen zu machen. Aber die ersten Tests, wo wir herausfinden wollten, also einfach für uns selber, kann das eigentlich funktionieren? Merken wir das, wenn das jetzt irgendwie da vibriert? Macht es einen Unterschied im Vergleich zu, wenn es weiter rechts vibriert? Und was wir genommen haben, ist, wir haben Mobiltelefone genommen, die konnten vibrieren, die haben wir dann ferngesteuert, indem wir einfach sie vibrieren lassen haben. Und dann konnten wir halt sagen, naja, das eine vibriert hier, das andere vibriert, das irgendwie ein bisschen weiter rechts vibriert auch und konnten dann unterschiedliche Vibrationsmuster testen und konnten dadurch dann sagen, naja, das können Menschen tatsächlich, also wir können das spüren, wir können jetzt
0 Grad von 45 Grad unterscheiden. Und deswegen haben wir dann weitergemacht und haben tatsächlich dann auch Hardware-Prototypen entwickelt. Was anderes, was wir kürzlicher gemacht haben, ist, da haben wir uns angeschaut, wie kann man eigentlich auf Mobiltelefonen programmieren. Und ein Problem, wenn ich auf Mobiltelefonen programmieren will, oder eigentlich gibt es zwei Probleme. Das eine ist, dass der Bildschirm relativ klein ist und ich sehr wenig Überblick habe über den Code, der jetzt den ich gerade entwickle. Das andere Problem ist aber, dass die ganz vielen Funktionalitäten, die ich beim Programmieren brauche, sowas wie kopieren und einfügen, suchen oder einfach die Tab-Taste oder in einem Befehl in einer Zeile springen, das ist wahnsinnig aufwendig mit dem Telefon. Das heißt, ich kann das schon machen, ich kann irgendwie das Touchscreen nehmen und dann kann ich irgendwie da hinspringen. Aber eigentlich, was ich beim Programmieren mache, ist, meine Hände sind die ganze Zeit auf der Tastatur. Ich würde niemals die Maus beim Programmieren, also natürlich manchmal schon, aber die meiste Zeit sind meine Hände auf der Tastatur und ich benutze ganz viele Shortcuts. Und was wir dann gemacht haben über verschiedene Iterationen ist, wir haben uns zuerst angeschaut, welche Shortcuts benutzen denn Menschen beim Programmieren. Dann haben wir eine Studie gemacht, bei der wir herausgefunden haben, für diese Shortcuts, was für Gesten würden Menschen auf ihrem Telefon machen. Das heißt, wir hatten so ein Telefon, da konnte man Gesten auf allen Seiten des Geräts machen, also auch auf der Rückseite. Und dann haben wir angefangen, das Ganze zu implementieren. Und unsere Implementierung war dann, wir haben dann die Daten von dem Telefon, von der Vorder- und der Rückseite genommen und haben das in ein neuronales Netz getan. Und das hat dann auch funktioniert. Die Kommandos wurden auch so leidlich erkannt. Aber es war natürlich nicht perfekt. Oder in unserem Fall war es nicht perfekt. Und was wir deswegen gemacht haben, in der Studie haben wir sowohl unsere Implementierung evaluiert. Das heißt, wir haben angeschaut, wie gut funktioniert das denn jetzt, was wir jetzt gebaut haben. Aber eigentlich hat uns auch interessiert, wie gut funktioniert denn das Konzept dahinter. Also was passiert, wenn Leute das benutzen, um zu programmieren, im Vergleich zu, ich habe so Standard Android-Eingabekomponenten. Und weil wir dafür aber nicht herausfinden wollten, wie gut funktioniert unser neuronales Netz, sondern eigentlich nur, wie gut funktioniert unser Konzept, haben wir hier auch einen Operator oder einen Wizard genommen, der diese Shortcuts, der hat die halt gesehen, der saß halt daneben und hatte ein Kamerabild, konnte sich anschauen, was passiert denn da und hat dann die richtige Funktion auf einem zweiten Gerät ausgewählt. Und die beiden Geräte waren dann per Netzwerk verbunden, sodass wenn der Operator die Funktion ausgewählt hat, dann wurde die auf dem Gerät von dem Probanden aktiviert. Das heißt, der Teilnehmer hat die Funktionen, die Gesten so gemacht, wie er das normalerweise machen würde, wenn er tatsächlich unser System benutzen würde. Und der Operator hat die dann aber tatsächlich ausgewählt. Und damit haben wir dann zumindest einen Gestenerkenner, der vielleicht nicht perfekt schnell war, aber der war auf jeden Fall sehr, sehr genau. Und damit konnten wir testen, wie gut ist unsere Implementierung dieses Konzepts, aber wir konnten auch testen, wie gut ist denn das Konzept an sich. Und damit kann man dann rechtfertigen, dass es tatsächlich lohnt, noch weiteren Aufwand zu investieren. Das heißt, wir wissen, das geht irgendwie und wir wissen, Leute halten das Konzept für sinnvoll und können damit auch schneller arbeiten als mit Alternativen. Und durch diese beiden Komponenten konnten wir dann sagen, naja, es macht tatsächlich Sinn, wenn man mehr Aufwand da rein investiert. Das heißt, Wizard of Oz-Prototypen sind für ganz unterschiedliche Dinge geeignet, nicht nur für sowas wie Bilderkennung oder Sprachverarbeitung, sondern ich kann auch Hardware-Prototypen damit simulieren oder ganz neue Eingaben damit simulieren. Wizard of Oz ist deswegen sinnvoll oder wird dadurch ausgezeichnet, dass ich nur die einfachen, die weichen Teile implementiere und einen menschlichen Zauberer, Wizard, für die harten Teile verwende. Das heißt, der simuliert halt das, was zu schwierig ist, um das eben mal zu implementieren. Der Vorteil ist, dass man sehr, sehr frühes Feedback sammeln kann. Das heißt, viele von solchen Wizard of Oz-Prototypen, die kann ich in einer sehr kurzen Zeit entwickeln. Ich kann das Ganze vergleichen mit Alternativen, wie wir das auch schon gemacht haben, und kann dann sagen, wenn ich das jetzt implementieren würde und die Genauigkeit wäre so hoch wie die von dem menschlichen Operator, das simuliert hat, dann bin ich tatsächlich besser als die aktuellen Alternativen. Nachteile sind, dass selbst dieses Implementieren der weichen Teile, das kann halt trotzdem sehr aufwendig sein.
Wenn man sich die Studie mit der Touch-Eingabe und dem Gesten anschaut, dann war die Implementierung vielleicht gar nicht so aufwendig. Wir hätten einfach ein Standardtelefon nehmen können, weil wir die ganze Funktionalität ja simuliert haben. Aber wir mussten schon eine Software bauen, damit wir das von einem Gerät auf das andere übertragen konnten. Und diese ganzen Vorbereitungsschritte, das heißt, wir mussten irgendwie rausfinden, welche Shortcuts braucht man denn, welche Gesten passen zu den Shortcuts. Und das wird uns halt nicht abgenommen, dadurch, dass wir Wizard OS benutzen. Das heißt, es kann sowohl die Implementierung der Software ein Teil dessen sein, die muss ich halt trotzdem teilweise tun, als auch das Konzeptionelle, was ich halt trotzdem machen muss. Ich muss erstmal ein Konzept haben, bevor ich das auch einem Wizard geben kann, damit der das umsetzen kann. Es ist unklar, wenn man sowas macht, ob die Leistung des menschlichen Operators jemals durch ein System oder in naher Zukunft durch ein System erreichbar wird. Das ist genau unser Problem. Wir haben das Ganze mit einem neuronalen Netz implementiert und haben jetzt uns angeschaut, wie ist die Performance, wenn ein Mensch das Ganze übernimmt. Und der Mensch war eindeutig besser als das neuronale Netz. Kriegen wir jemals eine Implementierung, die so gut ist wie der Mensch? Das wissen wir halt nicht. Wir sind hoffnungsfroh, aber sicher können wir uns da natürlich nicht sein. Und die Leistung des Systems hängt jetzt plötzlich vom Operator ab. Das heißt, wenn der besonders gut ist, dann ist die Leistung des Systems vielleicht besonders gut. Und wenn der vielleicht einen schlechten Tag hat oder nicht so gut ist, dann ist die Leistung des Systems auch nicht mehr so gut. Das heißt, man muss den Operator auch trainieren und wenn man Studien über längere Zeiträume hat, dann muss man natürlich auch darauf achten, dass der Operator irgendwann vielleicht müde wird oder gelangweilt. Und das Ganze wird noch schwieriger, wenn ich mehrere Operatoren habe. Und ganz schwierig wird es dann, wenn ich verschiedene Systeme habe, verschiedene Prototypen und ich möchte die vergleichen, weil der Operator vielleicht mit dem einen System, wenn er die eine Funktionalität simuliert, besser ist, als wenn er die andere Funktionalität simuliert. Das heißt, vielleicht ist die eine Geste, die ist vielleicht leichter zu erkennen durch den Operator als die andere Geste. Und dann sieht das so aus, als ob die eine Geste vielleicht besser ist als die andere. Aber in Wirklichkeit lag es nur an dem Operator, der halt mit der einen mehr Probleme hatte als mit der anderen. Das heißt insgesamt, Wizard of Oz-Prototypen sind eine sehr sinnvolle Alternative zu tatsächlich den Implementierungspfad zu gehen. Aber man muss auch immer bedenken, was sind denn jetzt die Einschränkungen, wenn ich damit Studien durchführe?